Warum ist betäubt? Lukas, willst du ganz, ganz oben bauen? Ja. Wir haben welche geworfen. Hab ich Inventar? Könnt ihr mich aufwecken? Ja, los. Geh doch mal jetzt mal weg, Justin. Die sind gerade gar nicht da. Achso. Da hinten ist er. Irgendwie sieht das ein bisschen komisch aus, wie der läuft, ne? Warte, ich muss kurz. Bisschen gediegen, ne? Ja, da mache ich so lange kurz Steam-Ankündigung für den Livestream. Ey, das ist total unrealistisch, Mann. Guck mal. Siehst du das? Ist es deren Ernst? Wie tief soll das Wasser bitte sein? Was denn? Nicht weglocken. Was? Der wird wesentlich schneller gehen. Rex macht aber so viel Schaden. Lass ihn nicht weg. Der Dings macht auch fast so viel, der macht 219. Der macht mehr. Kano. Was ist schwierig, die ganze komplette andere Sippschaft will, ne? So. Was denn? Judith. Jetzt gehen wir aufwachen. Lukas, just not focusing too many on my items, whatever. Da ist aber so viel Scheiße. Ich bin wach und ich bin am Verdursten. Oh, Metall. Wie edel. Jetzt tank ich das Ganze gerade. Ist der Rex rot, weil der rot ist oder weil ihr ihn rot gemacht habt? Welcher Rex? Der. Der rote. Baby? Hat das ein Baby? Hat ihn angemalt ist oder ist der rot gecheatet? Wir haben aber jetzt getestet, der ist rot gemacht worden. Ah, cool. Und weiß. Und weiß. Ja, weiß, scheiß ja. Weiß. So, mal gucken. Vielleicht mal eine coole Zucht. Was habt ihr mir denn alles Vogel geklaut? Der ist fast tot. Meine Pfeile, glaube ich, oder? Was denn? Was mir geklaut worden ist. Meine Pfeile nur eigentlich. Das geht ja noch. Was denn für Pfeile? Ja, Narkotik, ja. Habt ihr mir geklaut. Aber ist nicht schlimm. Warum habe ich Reinforced Windows? Ich hab ach, das ist egal. Es sind nur Pfeile. Die kann man selber wieder schnell machen, aber... Hab nur nachgeguckt, ja, wenn mein Equipment fehlen würde, würde ich viel mehr rumjammern, aber so ist. Gott, scheiß drauf. Mich ärgert, dass ich jetzt wieder ein neues Stargate bauen muss, weil wieder irgendwelche Affen meinten, mir was kaputt machen zu müssen. Ich find's allgemein bitter, solche Stargates. Ja. Oh, gibt's eigentlich schon Malereien für einen Allosaurus, frage ich mich, warte mal. Ja, klar. Ein bisschen färben. Der ist einfach zu schnell, Alter, das sehe ich. Gut, der T-Rex ist auch schnell, aber irgendwann mal. Hallo Hividi, hallo Gizede. Ja, es sind gleich schnell, aber ich stehe auf Movement Speed der T-Rex ein bisschen. Ja. Da kommt was rein. Oder raus? Tasten noch nicht anwählen. Das ist ein Rex. Welches Level ist der? 20. Das ist natürlich High Level, ne? Okay, oben kann man normaler. Oh, hohe Level. Die Enten, cool. Oh, die sind richtig stark, Lukas, die Biber. Ja, lange. Die haben sogar Rüstung, die Biber. Das ist unglaublich, ne? Die bringen erstmal weniger Schaden. Das Tolle ist jetzt, ich darf ja beleidigen, ne? Ihr könnt mich ja nicht bannen. Warum? Ja. Hä, warum? Hier ist ein Biber dann. Da haben wir eine Chance. Hast du dich umbenannt? Wie umbenannt? Hallo Danger Rexy, hallo David Kistner. Ach so. Auf dem anderen Server hieß ich anders, aber den hat ja irgendwie versehentlich kaputt gemacht. Da ist ein Rex Level 110, direkt von unserem Gate. Von unserem Gate. Ja? Time ja. Ja, ich hab ja nichts zum Tamen, irgendwas hat mir den ganzen Pfeile weggenommen. Oh, ja, ich hab 118 Narkotik-Pfeile für dich. Ja, dann helf mir mal beim. Ich hab keine Allosaurier getamed. Wo ist mal? Haben wir Fleisch da? Bisschen, ja. Ich habe gestern ganz viel in den Grill reingetan. Haben wir was im Kühlschrank? Ich habe doch den Kühlschrank voll gemacht. Ja, der ist einfach leer, ey. Ja. Das ist verfressene Kiddies, ey. Ja, komm. Ey, du kannst, das war Panic. Wieder mal. Ja. Ich weiß, es geht nicht darum, wer, ich weiß, wer es war, sondern ich die Person einfach Hurensohn nenne. Der meinte ja auch uns, dass, ne. Ich denk mal, du kennst es ja. Dass Leute zu so sagen, dass du Gottmut bist und so. Ich. Ja. Awesome. Gib mir mal Admin-Passwort, dann geh ich mal Gottmut und zeig dir mal, wie man cheatet. Ja. Am besten ein neues Stargate. Am besten ein Public Stargate, das aber für uns interessiert ist. Ja.
Ah, ich brauche immer noch Betäubungsmittel. Und ich muss meinen Teil mal reparieren. Wow, ja, komm, hier. Das wo bin ich denn noch? Rollo liegt erstmal außerhalb der Basis. Ich muss erstmal... Natürlich ist gar nichts da mehr zum Reparieren. Haben wir irgendwas... Ich finde, wir haben... Komm her, Dragobi in das Miffy legen 68 Pfeile, bitte. Dankeschön, aber ich brauche erstmal... Jetzt aber gleich, ja, ich muss jetzt gleich mal kurz essen gehen in echt. Ich will kurz gucken, aber noch davor, ob... Mastercross, Mammutsattel, cool. Rex-Sattel haben wir auch noch. Kommt jetzt bald auch wieder neue Tiere raus, ne? Ja. Nochmal. Ja, die, ja, der Flugsaure. Wo haben wir denn das Metall? Hier, glaube ich. Ich brauche Metall, ich brauche Fiber, ich brauche Hide und es ist nichts da in der Werkbank. Arctaris Atropoleira. Ist gar nichts da. Arxgens. Ach, hier. Klar, das macht Sinn. Haben wir Hide und Fiber da? Ja. Wo denn? In Thron. In Thron. Da. Nee, da. Ich hab noch ein bisschen Metal, ich pack das mal deswegen. Hallo, KLDFL. Du brauchst einen besseren Namen. Mach dir mal schnell einen neuen Account. Da ist nichts drin. Da ist Hide, da ist Fiber. Ja, ich hab's. Oben sind auch noch Thronen, ne? Ja, okay. Ach, die Base ist übrigens voll Metal, ne? Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Es fehlt jetzt noch Wood, fehlt noch. Haben wir noch Wood da? Sag ich einfach, ja, ach, scheiße, nein. Da ist Wood, ich hoffe, das reicht. Und da muss ich irgendwie einen Weg finden, das Vieh zu tamen, ohne dabei selbst drauf zu gehen. Hilft mir jemand? Ist T-Rex, den T-Rex? Ja, ja, der 110er. Kurz weg. Wo ist denn der? Bei welchem Tor? War auf dem Server und hinter bei der fliegenden Insel ein Alpha-T-Rex, mir doch egal. Ich habe gar keine Nahkampfwaffe, fällt mir ein. Haben wir irgendwas da? Ja. Ich nehme mal so ein Schwert oder so. Haben wir verbessert schon da oder sowas? Ich muss kurz mein PC neu starten. Kurz einen Moment, bitte, bleib wieder da. User disconnected from your channel. Truhen. Rüstung. Oh, ich nehme mal so eine. Metallhandschuh. Wir haben auch neue Blueprints gefunden. So, ne? Muss mal gucken, in den Blueprint-Schrank, wenn wir das mitgehen. Okay. Wo ist denn der Rex und tanke ich den mit dem Bronto kurz? Irgendwo am Rand. Muss man gleich mal gucken. Reicht das hierfür? Haben wir irgendwas Besseres da? Oh, ich würde gerne ein Gewehr machen und damit tamen. Das geht viel schneller. Weil ich nehme an, wir haben nicht die Materialien für Darts da, oder? Nope. Müssen wir gleich mal ganz viel farmen gehen, dass wir ganz viel davon haben. Ich habe 45 normale Farmen. Ja, dann mache ich mir erstmal diesen Speer hier. Es fehlt wieder Wood. Meine Fresse. Das ist blöd an diesem Ort. Hier sind zu wenig Holz, hast du das Gefühl, oder? Oh, ja, Redwood Forest, das ist richtig viel, ne? Ja, ja. Deswegen, ich würde auch lieber da hingehen, weil da ist einfach viel mehr Ressourcen, da kann man sich viel besser aufbauen. Guck mal, hier haben wir einfach gar nichts. Immer noch Holz, meine Fresse. Haben wir irgendwo, was irgendwie... Warte, ich nehme mal kurz den Vogel. Der ist da der war Richtung Meer. Wahrscheinlich ist er am runter, oder? Ich guck mal kurz. Aber sag nicht, da ist kein Strand. Dann ist der, ja. Der ist weg. Der hat sich ins Wasser gestürzt. Nice. Dachte sich, oh cool, Leben ist ja viel zu einfach. Ich gehe tauchen. Oder warte, da unten sind ja zwei Stück. 125er und 110er. Boah, die sind beide hier unten. Zwei Stück sind hier, High Level. Made Boots sind aber auch. Die sind direkt unten am Wasser. Soll ich denn mit dem Bronto hin und die tanken? Das sind zwei Stück, ne? Der Bronto kann nicht flüchten, das ist das Problem. Ja, warte, ich mal ganz kurz den Speer und dann schieße ich drauf. So, Problem ist, wenn zwei Stück sind, ich brauche halt Hilfe, dass irgendwer mit drauf schießt. Ich habe auch Pfeile. Geht das denn? Ich meine, wenn du drauf sitzt, greift er den nicht an. 46. Wie hast du? Ich habe 68. Ja, die Frage ist, ob das... Ja, doch, für einen reicht safe, aber für den zweiten? Weiß ich nicht. Puh. Was denn? Müssen wir mal aus... Irgendwer muss uns halt helfen und auch mit drauf schießen, ne? Was denn? Wo ist denn der? Keine Ahnung. Ist der gerade irgendwie nicht da?
Wollte ich nicht meine Ausrüstung reparieren? Ah, mach ich nachher. Killt mal bitte, der tötet alle meine Dinos. David, nein, das ist nicht unser Problem, sorry. Ich stehe gerade an der Klippe, da ist kein T-Rex mehr. Nee, unten. Nach links. Warte. Ah. Da, wo stehst du eigentlich? Hier hinten. Auch in Richtung Meer, aber in Richtung anderes Meer, also andere Seite des Meeres. Achso, nee, ich meine Richtung Meer, wo der See ist. Ja, du bist genau falsche Richtung. Dann ist der Bronto auch noch so lahm. Habe dir eine Kiste mit einem Gewehr hingepackt, vor deiner Base und da jetzt in der Nähe. Was, ernsthaft? Und dafür sollen wir... Das ist die Bezahlung für den Alpha Rex. Also wenn du hier eine Kiste hin tust, dann wird die auf jeden Fall irgendwer sich schon genommen haben. Bei unserer Basis. Ja, das soll eine Kiste sein mit einem Gewehr. Kann er direkt an die Gates dran machen, ne? Nur so. An die Gates dran. Die haben keine, keine Ahnung, diese Struktur. Oh nö, hier ist doch gar nichts. Habt ihr eine Kiste mit einem Gewehr hingepackt und Darts? Aber hier an die Variety Base, ne? Nicht bei Starkhaus. Weil das sind nämlich Marvin und Lukas. Nö, hier ist nix. Hä, okay, da stand ja einer, aber da, wo du bist eigentlich. Stand einer ja hier, da, wo du jetzt bist eigentlich. Ja, wo hier? Du weißt, hier ist eine 30-sekundige Verzögerung. Sag doch mal, hast du die ganz an die Base rangestellt oder hast du die einfach nur irgendwo hier in die Nähe getan? Weil dann müssen wir nachher mal jemanden aus dem Tribe fragen, ob da jemand die schon genommen hat. Patrick ist auch wieder AFK, ne? Max, hattet ihr eine Kiste in der Nähe gesehen von der Base? Wo eine, was? Eine Kiste gesehen in der Nähe von der Base, wo ein Gewehr und Darts drin waren. Warum? Weil die hat mir da einen Zuschauer hingestellt. Und die konnte ich jetzt gut gebrauchen. Und da sind nämlich zwei Racks, eine 10er, eine 25er. Ne? Hallo, ist PowerPVP. Ja, in die Tore direkt. Also er sagt direkt an die Tore hat jetzt gestellt, aber hier ist nix. Ist keine Kiste mehr. Dann hat sich die schon irgendwer gekrallt und wieder kaputt gemacht. Ja. Ja, ich würde sagen, das hat sich irgendjemand genommen einfach. Kannst du die Musik lauter machen? Ja, kann ich, warte. Wo ist der Bronto? Steht an der Welt. So besser? Der Bronto ist noch voll in Mitte. Hallo Smaug. Hm, Smaug. Im Chat. Kommt auch gleich. Kannst du die Musik... ist diese Folge aus dem neuen Update? Ja, eigentlich schon. Ja. Ach, wir hatten gestern übrigens noch ein Spino Level 145 getamed, ne? Ja? Aber sie sind nicht dasselbe. Ich bin heute da drauf gegangen. Ist richtig wieder draufgegangen, okay. Ja, bei dem Angriff. Also. Aber naja, der war jetzt nicht so. Irgendwer hat mein Gewehr und meine Darts. Und keiner will zugeben, wer es war. Okay, ich sehe schon. So funktioniert den Tribe also. Mhm. Ich merke mir das. Deine? Hattest du die im Inventar oder was? Nee, wenn die Kiste noch für mich war, dann waren es meine. Ja, kann auch sein, dass es andere genommen haben. Die können einfach an die. Ja, ich weiß ja nicht, wann hast du denn die Kiste hingelegt? Sag mal so. Also, Tola hat das Ganze nicht. Ach, keine Ahnung. Ist halt weg. Da, hier, guck, nee, das ist ein Speer, kein Gewehr. Auch nicht. Das ist Max, der hat auch nichts. Brauchst du was? Ja. Gewehr und Darts. Egal. Besorge ich mir schon selbst, so wie immer auch. Ich repariere meine Ausrüstung. Ist auch noch ein Level 70er, oder was? Okay. Kein Metall mehr da? Doch, im Bronze ist ganz gut.
Wo ist der Bronto? Ah, da. Erstmal 7000 Weight. Ah, oh, ist alles Rohmetall. Ja. Kann ich nichts anfangen. Ich brauche jetzt Metall für meine Ausrüstung zu reparieren. Das ist eine Verrüstung. Ich sag, ja, Flak. Ich sag ja, der Platz ist einfach scheiße. Den Platz hier kannst du nichts anfangen. Der ist auch nicht so geschützt. Als diese Höhle, die du hast, also die, wo du vorhattest, da drin zu bauen, viel besser. Ja, ja, lass mal wieder da hingehen und mal anfangen, da so ein bisschen zu bauen. Stehen die Gates noch oder haben die auch zerstört? Weil wenn du gesagt hast... Nicht, aber ich denke, aber ich glaube nicht, warte mal. Du denkst, aber du glaubst nicht. Wir werden durchgegangen sein müssen, weil... Ja, wenn die fliegen können, sind die einfach drüber. Wo ist denn mein Pelikan? Hier draußen stehen zwei Stück, den dritten und am Gage 138er. Du bist Beta. L draufstehen. Ah, nee, das ist mein Wolf. Justin, fliegst du gerade mit meiner Möwe rum? Ich wollte jetzt einfach mal gucken. Weil die Höhle will ich haben. Ja. Ich finde das halt ziemlich scheiße, wenn die jetzt genau wissen, dass ich das haben möchte und mir dann die wegnehmen wollen. Ja. Warte, ich wir haben keinen Stargate, wir müssen uns mal spawnen. Ja, ich bin auch wieder. Ich muss kurz das Ganze. Nee, außer Obsidian sind eigentlich alle Ressourcen auch da. Obsidian kann ich kurz holen, oder? Ihr wisst, dass das hier nicht funktioniert? Was? Ah doch, krass, es funktioniert. Ja, eigentlich sollte man die Dinger nicht übereinander machen können, aber die füllen sich ja trotzdem auf. Cool. Hm? Achso, die? Ich glaube, ich gesehen, keine Ahnung, ich kann mich damit nicht mehr. Ich dachte, das geht nicht, wenn die halt übereinander sind, dass sie dann... Aber offenbar braucht man einfach ein bisschen Platz darunter, okay, das ist cool. Ja, das Portal auf dem Vulkan wurde auch zum sechsten Mal wieder zerstört. Dank Dynasty. Gibt es nicht mittlerweile im Tribe ein im Tribe Lock? Ja, ja, deswegen wissen wir dann immer, dass sie das sind. Viele Gründe. Rex Level 145 destroyed your Holzboden. Ja, das war irgendwo. Ach, das war da, wo wir die Möwen getailt haben, Patrick's Mom. Ah, da, guck mal. Da sind wir rumgeflogen, am Möwen getailt. Die Nesti. Da sind wir am Möwen getailt. Im Boot. Destroyed your Strohwand, Strohdeckel. Ha. Da hat einer Spaß mit Strohboden. Nö. Carlow Level 105 zerstörte von Yolo Swaggy Reloaded. Destroyed Strohboden. Ja, das war dieses. Okay, Yolo Swaggy war also auch da? Machen die ja, zusammen oder was mit denen? Swaggy. Was? Zwei irgendwie. Ach, deine ist. Die Nesti sind da. Die Nesti hat. Ja, oder? Geil, ey. Die haben ja. Stargate haben die auch zerstört. Alle. Ja, ja. Geil. Die haben richtig Lust. Stargate und Magshoot, die haben richtig Lust. Hättest du dich anderes nichts zerstören können? Haben wir deine Basis gesehen. Mehr als die Tore haben sie nicht hingekriegt. Ascalta 104 ist kein besserer Name, nein. An der Kiste war ein Schild, wo drauf stand für Dragobi. Ja. Hat sich irgendwer genommen. Wann? Sag doch mal bitte, wann hast du die Kiste hingestellt? Und nicht wo? Ja, ich denke, das Zeug ist weg. Ist egal. Ich finde es schade, dass sich halt irgendwie wieder krallt und mir nichts sagt. Wenn es hier halt jemand war, der halt nicht im Tribe war, ist es eine Sache, aber wenn es halt jemand im Tribe war, der sich an die Sachen krallt und dann nichts sagt, das ist halt irgendwie asozial, finde ich. Wollt ihr auch mal eine Ente? Ja, keine Ahnung, wo es die gibt oder wie man die ein bisschen tänt, weil die sind ja immer beim Wasser. Ja, sollen wir mal dahin fliegen und mal die Höhle mal wirklich safen? Oder wollt ihr die Höhle wirklich nicht haben? Weil der Platz ist scheiße. Der ist richtig scheiße eigentlich. Der Platz da nice. Höhle ist auch nicht schlecht, aber keine Ahnung.
Ja, in der Höhle hast du halt die ganzen Ressourcen in der Nähe und hier, du musst einfach voll weit, um irgendwie die Ressourcen zu holen. Stargate macht es. Wird zerstört. Ja. So, wenn es zerstört wird, ist es dann. Jedes Stargate kostet einfach mal 200 Ressourcen und naja. Jedes Mal zerstören wird irgendwann auf Dauer so teuer, dass wir uns keine mehr leisten können. Ja gut, aber wir verstecken jetzt schon die Stargates, wenn wir jetzt woanders eins gebaut, wo auch ein Metalls würde. Ah. Ja, helft mal die Brontosleer zu machen, den Brontosleer zu machen mit dem Metall, dann gehe ich mal zur Dingenspace und dann stelle ich da mal zur Höhle und stelle da meine rein. Ich gehe erstmal ganz kurz zum lila Airdrop, noch ein Nest. Ey, der Level 100, warte mal, hier steht noch ein 110er Rex, der steht hier in der Klippe. Der ist nicht runtergesprungen. Ja. Okay. Ja, dann zählen wir den einfach mal, oder? Bin gerade nicht daheim. Muss alleine kurz anschießen. Und da dachte gerade ein Kano, er könnte einfach mal durch den Lavastrom gehen. Moin Schmal, trittst du auch gern Busen und schubst Omas? Was? Ich schubse keine Omas und ich trete nicht gern gegen Busen. Ich fass gern Busen an, ja? Ich fass die gerne an. Aber ich schubse keine Omas. Ich trete auch keine Titten, das ist doch... Ach, scheiß Raptor, ey. Ey, was in den Köpfen von manchen Leuten vor sich geht, ich weiß nicht, was da nicht stimmt, ey. Fuck, die ist stärker. Das ist, glaube ich, weniger Material gekostet, ne? Na gut, egal. Der gelbe Linden ist im Wasser, oder? Du bist doch locker Keksrübelknabber, oder? Junge, kannst du mal... Ich weiß auch nicht. Deine Sätze irgendwie ein bisschen korrekter formulieren. Es ist nicht lustig. Und es ist schlechtes Deutsch. Sorry, aber... Du bist doch locker Keksrübelknabber, oder? Das heißt Knabberer. Oder? Ja? Keksrübelknabberer. Also wenn du gerade Deutsch lernst, dann ist es ganz gut. Aber wenn du schon Deutsch kannst, theoretisch, dann... Ist dein Schild an? Warte, guck nach. Nein, ist aus. Ist der Bonto noch da? Ja, okay. Ja, wegen dem Metall. Los. Ich habe das Gefühl, da steht in der falschen Seite. Wo? Und unsere Basis im Wasser. Okay. Sicher. Man sieht es, wenn man durch Stargate durchgeht. Man sieht nur, okay, das ist... Oder ein Alpha-Raptor, aber ich denke eher ein Alpha-Mosa, weil ich denke jetzt mal nicht, dass Wahrscheinlich ein Alpha-Mosa. Klar, da war das riesiges Rotes. Ja. Oh, ein T-Rex würde es sein. Alpha-T-Rex. Im Wasser. Ganz tief. Ja. Also tief im Wasser? Ja, tief im Wasser. Schwimm ich da runter. Hä? Schwimm ich da runter. Was? Dann schwimme ich da drunter.
Ey, da runter. Ja, schwimm. Kann bitte eine Holz holen, dass wir das Metall auch gebrannt bekommen? Holz müsste ein holen, lass mich viel liegen. Nein. Geh kurz. Ich kann nur mit Alot heim. Warum wurde. Ja, wo ist denn Patrick jetzt schon wieder? Wo ist Patrick schon wieder? Der Junge ist öfters AFK, AFK, als dass du? Er da ist. Was denn? Wer? Patrick. Patrick, ja, das ist der Essen, pass auf. Hallo Bugra. Wo sind denn jetzt eigentlich alle hin? Mal so eine Frage, Justin. Jo. Holt eigentlich schon einer Holz? Ich bin gerade nicht da. Mhm. Mach ich doch. Wie viel denn? Alles, was geht. Weil fürs Metallschmelzen. Oh, sorry, ich muss mich ja muten. Tut mir leid, hab ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Ich mach immer eine Schnupfnase. Sorry, Dragobi. Ruhig, ganz locker. Alles klar, wildmännlicher Rex, weißer, Level 140. Cool, wo? Wenn ich das jetzt sage, dann wissen die, wo unser Stargate ist. Dann schreib es in Teamspeak. Ich kreime mal so einen Rex, ein bisschen Holz mitzufahren. Ja. Abgeschrieben. Es ist wieder dunkel hier, ey. Oh, der Kano macht gut Schaden. Er ist 895, okay. Ich hatte fast Hoffnungen. Krass ist, eigentlich müsste man, wenn man mit einem Tier so rumläuft, gar nichts mehr craften, wie Spitzhacken oder Axt. Wenn du Tiere tötest, du kriegst so viel raus. Ja. Hol ich die guten Sachen so richtig. Ja, gut. Alter, also, Allosaurier gefällt mir immer noch ein bisschen Movement Speed. Was ist denn das? Warum spawnt hier eine Spinne? Oh, drei Skorpione auf einem Haufen. Aber wir brauchen mehr, dann haben die nämlich den Effekt. Ist Audio schon wieder ausgegangen? Läuft die Musik noch? Chat? Weil irgendwie meint mein Handy die ganze Zeit, sich hier zeigen zu müssen. Raptor sieht keine Sonne. Musik läuft noch, okay. Ich höre doch hier nur eine Schlange. Wo bist denn du? Ich? Ja. Hab ich dir geschrieben? Ah, okay. Aber wenn du Stargate gehst, sieht man das eh wieder im Stream, wo es hingeht. Ja. Ganz ehrlich, wie willst du da hinkommen? Ach warte, nee, ist ja ganz leicht. Irgend so ein Depp hat ja Flugtiere angeschaltet.
Der Depp heißt. Max. Togepi. Togepi? In dieser scheiß. Togepi. In dieser scheiß Togepi, ey. Togepi. Immer dasselbe. Hi, Kalito. Oder Just Klo. Just Klo, genau. Und dieser Just Klo, jedes Mal. Denkst du an nichts Böses, auf einmal, macht der einfach Flugtiere an. Ich brauch was zu essen, was zu trinken. Ja, was auch trinken brauche ich. Essen habe ich hier. So, der Rex ist voll mit Holz. Das sollte mal in die Öfen rein. Eigentlich sollte der aber auch so stehen, dass man... Ey, die Following-KI. Was ist das für eine hirnamputierte Scheiße? Wie ist der da reingekommen? Nein, ich verstehe es nicht. Ich will es auch gar nicht versuchen zu verstehen. Komm einfach her, mach einfach. Ja. Allosaurier gegen T-Rex. Wer wird gewinnen? Ich. Argobi. Dustin, du hattest doch noch Cropplots gebaut, ne? Ja, sind auf den Gates. Okay. Ah, ach du. Yo, Justin, wir brauchen aber noch mehr, ne? Ja. Jay, Lucaso! Oh! Justin! Du, wir brauchen aber noch mehr! Aber die Stamina, ich bin Allosaurier echt beschissen, Alter. Gilden mal jetzt noch ein bisschen drauf. Wir werden daraus irgendwann einen Running Gag machen. Was? Mit dem Nase putzen vom Max. Ja. Ja, sorry, ich habe einen Schnupfen mir eingeholt. Aber ich weiß nicht woher. Hast du keine Hotkey-Belegung, dass du dich schnell muten doch, kannst? Doch, aber Mikrofon, warte. Ich dachte eigentlich... Bei Bock, meinen rechten Team. Arm... Ich dachte eigentlich eher so eine Teamspeak-Mute-Funktion. So, keine Ahnung, bei mir ist es STRG und Ö. Nee, Alt und Ö. Ja, Alt und Ö. Ja, aber manche vergessen das bei mir. Es ist cool, mein Mikrofon leuchtet, wenn es an ist. Also gemutet. Du kannst dich so oft schon gemutet. Du kannst das Gepiepse einstellen. Wenn du redest und du bist gemutet, dann piepst das. Stimmt. So, mal wieder da. Haben wir jetzt genug mit. Ach, überall nur ein Metall rausgekommen oder was? Da. Das sollte reichen, um meine Ausrüstung zu reparieren. Aber nur um ganz sicher zu gehen. Wunderbar, ich bin schon wieder auf Aufnahmeknopf gekommen. Was hast du denn aufgenommen? Gar nichts. Ich habe auszusehen, ich habe so Hotkey. Ja. Auf dem Numpad 7 ist aufnehmen und 4 ist muten im TS. Nimmst du dann TS auf? Ich bin entmutet und außerdem dabei noch auf dem. Aufnahmeknopf. Ja, weil 7 ist über der 4, schaut schon. Ist es. Beim Numpad schon. Boah, ich kann es immer noch nicht reparieren. Warum? Was fehlt denn jetzt? Bestimmt wieder Fiber, okay. Fiber, ich brauch Fiber. Und so viel Stil, wenn ne? Nicht wiederkommen, ist das Metall verbraucht. Ich habe das damals bei uns nie so mitbekommen, wie wir uns gegenseitig das Zeug geklaut haben, weil wir es einfach nie gemacht haben. Ich war bei euch, und einen Tag später ist sofort alles weg, was ich hatte. Mir wurde auch wieder alles mögliche geklaut. Ja, ja, mir auch. Weiß ich, wer es ist, weil es sich keiner zugibt. Ich bin auf der Suche nach einem frisch gewipten Server. Der Server läuft seit 2-3 Tagen oder so, also hier kannst du doch locker joinen. Wenn du nicht automatisch sofort anfängst, alle anzugreifen, wirst du hier klar. Wir haben Allosaurier gefunden, Lukas, ein Level 10er. Ein Weibchen Level aber. Level 10er. Den mach ich. Du willst jetzt ein Level 10er Allosaurier tanken? Ja, den können wir wenigstens schon mal züchten. Da ist ein 110er Rex, vielleicht sollten wir den erstmal nehmen. Ist egal. Ich will jetzt gerade nicht, der. Ich hab noch Pfeile, wo ist der? Der war da, wo ich dachte, der war runtergesprungen. Aber ich guck noch mal kurz nach. Wo ist denn jetzt der Water-Tier? Ich nehme mal kurz irgendein Vögelchen.
Das war. Ja, der hängt da an der Klippe. So, warte mal, hast du Pfeile genommen? Ich hab Pfeile, der ist 110, männlich. Welche. Und unten am Strand ist ein gelber. Der ist hier an der Klippe, warte ich hitte den mal an. Ach, Leute. Aber der hängt fest. Glaube ich. Hey Rex, hallo. Guten Morgen. Ja, tankst du denn jetzt da? Ah, schieß einfach drauf. Ja, T-Rex. Hängt lieber hier vorne. Noch ein bisschen näher. Komm her, Rex. So, daneben. So. Jo, ich hab meinen T-Rex getroffen. Geil. Da unten. Nice. Gut, der Allosaurus ist jetzt auch Geschichte, ne? Der tot? Ja, Raptoren, zwei Stück. Ah. Das ist natürlich geil. Dennis? Jo. Hobby Dennis kennst du auch noch. Kenn ich? Ja, ja, der war bei dir auch mit viel auf dem Server. Season Beyond the Island, der Adventures. Die wunderschöne Burg. Grün Obelisk kennst du, glaub mir. Ich weiß, was du kennst und was nicht. Wahrscheinlich. Ich kann für dich sprechen. Also ich habe heute meine Bankgeheimzahl vergessen. Also was ich kenne und was nicht, überlass das mal schön mir. Alles klar. Pflanzenfresserinsel gegenüber. Wo die große Burg gebaut haben mit den runden Fenstern drin und alles. Ich habe absolut. Ja, doch, ja. Bankgeheimzahl. Das war, als es dann hieß, ich wäre da per Ghost-Modus in die Burg reingeflogen, hätte die geradet, genau, das weiß ich noch. Nicht geradet, du hast irgendwas mitgenommen, hieß das angeblich. Man konnte, wenn man auf der einen Seite die Gates zerstört hat, den Boden an dem einen Turm zerstören, der direkt daneben war, dann konnte man einfach ganz bequem reinfliegen. Ich habe einfach nur Raketenwerfer und ein Flugzeug mitgenommen, das war alles. War super leicht. Kann sein, keine Ahnung. Da hinten war auch nicht wirklich, da war ja nur die Mauer kurz umgezogen. Nö, kam man leicht rein. Ich bin aber nach oben gekommen. Da war es ein blöd wegen Quetzel, weil die haben geschossen. Aber konnte ich da trotzdem noch vorbeischlängeln. Ja, aber die Burg, die war schon hübsch. Die war cool, ja. Okay, Raptoren greifen von sich aus einen gezähnten Allosaurier nicht an. Doch keinen Sinn ergeben. Carlos greifen auch T-Rexe an gezähnte. Das wird auch keinen Sinn ergeben. Ja. Der Carlos sind so großmutige Vollidioten. Komm, Rex, kipp um. Wir schlafen. Wir wissen es beide, du und ich, du willst jetzt Nickerchen machen. Geh jetzt erst mal heim und dann mach ich jetzt mein Real Life Happy Happy. Das hast du jetzt schon zum fünften Mal gesagt, also entweder frisst du wie ein Scheunendrescher, Alter, oder ich weiß ja auch nicht. Nein. Du labert nur, das ist ein scheiß Lügner, das ist ein komischer Lügner. Ich esse nachmittags, vormittags, mittags, abends, nachts. Also da hab ich recht gehabt, du frisst wie ein Scheunendrescher. Ja, es geht irgendwie nichts ran, ich bin viel zu... Jetzt flüchtet er. Ich bin nicht irgendwie, dass ich jetzt irgendwie, also ich, bei mir geht einfach nichts an, ich power das immer gleich am PC raus, weißt du, Finger. Was? Fingertraining, ja. Das ist, durch die Handbewegungen verbrennst du Fett, ja. Alles klar! Was denn? Max, rede mit uns. Ja, nicht über Steuern, reden. Nein! Doch! Nein, es spawnt vor meiner Fresse ein Alpha T-Rex auf dem Center mitten in dem See und ich lauf grad und guck mir die Biber dabei an. Er hat mich. Oh, kann ich kurz hier bei dem T-Rex kommen? Ich will den klatschen. Oh Gott. Mit einem T-Rex. Mit allen T-Rexen. Das gibt so fett Level, Alter. Komplett weiß. Oh. Ja, warte, ich versuch gerade einen zu tamen, aber der will einfach nicht schlafen gehen. Ich hab nur noch 10 Pfeile. Ja, ich hab noch 18. Und sieht aus, als würde er gleich einfach sterben. Hm? Wo ist denn der? Wir sehen immer so aus, als würden wir gleich sterben. Wo ist denn der jetzt? Direkt bei unserem Gate. Und der schläft. Nice. Lukas, kommst du? Boah, guck mal, wie wenig Leben der noch hat. Wie viel hat er noch? 182. Ah, das war aber gut knapp, ey. Ich weiß, die spawnen nicht, die fallen immer durch das Loch in den See. Ich glaube, irgendwer meinte, da hat jemand seine Base und diesen hat gefragt, ob wir den töten, weil der all seine Tiere tötet. Warte, wo war das? Wollt ihr wissen, wie es levelt der T-Rex, ist der Alpha T-Rex? Ja. Auf dem Server und hinten bei der fliegenden Insel ist ein Alpha T-Rex, der tötet immer unsere Tiere. Wahrscheinlich war das der und ich habe gerade auf Exit-Menü geklickt, dachte ich so, scheiße. Der ist Level 145. Wuss! Nein, den machen wir lieber nicht.
Hey, warum? Mit was? Ja, aber lass mich auch mal essen kurz. Sonst verkraft ich das nicht. So viele zu keine tamebaren Flugtiere, die sind alle ausgeschaltet, außer der andere, der neue, weil der nicht greifen kann, weil PvP-Server und greifende Flugtiere sind einfach asozial. Die Leute machen irgendwann einfach nichts anderes mehr, außer irgendwie die Spieler zu grabben und fallen zu lassen. Das macht keinen Spaß. Das ist langweilig, ja. Und backt jedes Mal noch deine Leiche und Alter. Ja, genau. Ich. Wisst ihr, was ihr installieren solltet? Den Corpse Finder. Wenn man stirbt, dass man seine Leiche wiederfinden kann. Naja, das haben wir uns auch schon überlegt. Ich sah ein Schild an. Nein. Nicht, dass es wieder passiert wie beim Bronno, ne? Ich hole ein bisschen. Ja. Haben wir. Klar, wie low ist der T-Rex? Haben wir Narcotics für den Rex? Ja, hab ich. Nicht du. Wir. Ich bin auch daheim. Okay. Ich wollte eigentlich mal heute ganz viel für Gewehr und Narkodarts machen, weil die sind deutlich besser. Weil irgendwie, wir kommen ja auf keinen grünen Zweig, hat das Gefühl. Ich esse jetzt kurz fest. Und dann machen wir den... Ja, dann isst doch endlich mal was. Du redest schon die ganze Zeit vorm Essen. Ich esse Müsli. Ja, kein Wunder, dass du mal Hunger hast, ey. Iss mal richtig. Ja, was? Ich Stück Fleisch, gehen. Salat und eine Pommes dazu. Alter, ich ernähre mich so gesund. Ja, selber schuld. Kein Wunder, dass du mal Hunger hast. Max, dein Frühstück, ja, sag ich nicht so. Gut, außer mein Frühstück. Also bis gleich. Ja, wieso habe ich eigentlich immer noch kein, ach ja genau, weil es immer stirbt. Du hast nicht verdient. Ich brauche mal so ein Tier, das Fleisch besorgen kann. Ich nehme jetzt den Wolf. Ich hole gerade Primate schon mal für den Rex. Ey, das ist so viel Heid. Ey, ihr müsst echt mal die Tiere leer... Ach du Scheiße, was habt ihr den Wolf alles drin? Ja, wir lernen die nie aus. Ist einfach voll von allem, ey. Munition ist da drin, da sind Raketen drin, Mastercraft, Rüstungen. Ist das in dem Wolf von mir? In dem Look. Ja. Ja, ja. Stimmt, ich hatte doch Panic getötet. Ja, ja, da steht auch drin auf das Implantat. Wo stimmt? Da ist noch voll Zeug drin, ey. War das mal leer? Alles raus, ey. Doch ein Axt, haben ein besseres. Nice Rüstung, Alter. Jo, nicht schlecht. So viel zum Thema, der hatte keine Rüstung mehr an. Ah, nehm ich jetzt den weißen Rex und hol ein bisschen Primate. Das sind die Rüstung, hat ihm ja viel gebracht. Alter, und die kostet gar nicht so viel zum Reparieren. Die ist Hälfte kaputt und kostet nur 78 Metall zum Reparieren. Mastercraft Flakbose, 200. Du bist ja leise, übrigens, Cola. Ja. Oder Just Justin. Just Klo. Fast 500 Armor haben alleine die Stiefel. Ja, allein, das ist natürlich allein die Hände semi-geil. Haben 700. Also damit darf ich nicht sterben. Irgendwie hat mir die Blueprints oben in diesen, habe ich so ein Ding gebaut. Oder gefunden und da hingesetzt. Genau, Blueprint schon. Die Blueprints, die nicht so gut sind, die können wir da reinpacken. Die Mastercraft Axt, die ist allerdings die beste, die wir besitzen. Das brauchen wir keinen. Die ist eben morgen weg, weil ich das wieder irgendwer krallt. Ne, das ist eine Blueprint. Wir haben auch einen Blueprint für Dödelsattel mit 200 Armor. Ja, was willst du damit, ne? Nur. Naja, kannst du Tibbets tanken. Ja. Noch Leben. Und ein Paris. Dieser. Das frühste Paris-Sattel hat irgendwie normalen Sattel. Aber auch nur Ramshackle. Und in Ascendant Ankylosattel mit 150. Kann man im Vulkan nicht fliegen? Kann man da nicht fliegen? Im Vulkan. Keine Ahnung. Ich weiß, was er meint. Ach, du meinst Dingensinsel oder wie? Pass auf, der meint. Nee, pass auf, der meint die Höhle. Ah, ja. Der wird reingeflogen sein, wird abgestorben sein und wird wahrscheinlich schön. Ja. Es ist blöd, dass da keine Meldung ist, die irgendwie sagt, so, hier ist gleich Flugverbotszone, dass man das halt erkennt, einfach blind reinfliegt und sofort abstürzt. Das ist halt blöd eigentlich. Ja, du kannst ja auch nicht an jede Ecke ein Schild stellen, wo steht, da könnte gleich ein Dino. Nee, ich meine, zum Beispiel, wenn ein neues Update kommt, das Redwood-Büro, da war ja so eine Absperrung auf der Map. Ach, das meinst du, ja. Und da einfach hinschreiben, so, hier, Flugverbotszone, dann würde man halt... Würde man da halt nicht einfach blind reinfliegen und sofort abstürzen, weil das ist mir nämlich auch schon passiert. Oder wenn das Tier wenigstens einfach landen würde bei der nächstbesten Möglichkeit, dass man nicht direkt ins Wasser reinfällt, das ist einfach so dämlich. Null war teilweise.
Alter, ich hab 1900 Armor jetzt. Ja, stimmt, da war doch das Video mit der Möwe von dir, ne? Wo du die ganze Zeit irgendwie der Videotreiber gecrashed ist. Boah, ja. Ich muss schon leicht lachen, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ja, ich auch. Lukas, hast du auch die Hose, oder? Also, das ist auch wirklich passiert seit dem letzten Update nur, ne? Ja, ich hatte das vorher immer, aber ich weiß halt nicht warum, aber bei mir war. Also ich habe gegoogelt, das war, wenn man wahrscheinlich die SME4 Shade mit DirectX 10 verwendet, dann kann das passieren, deswegen hab's doch ausgeschaltet. Ja gut, solange es besser ist. Rausgeflogen bin. Das blitzt halt, einfach mal Hälfte FPS noch, ne? Panik, ne? Das müsste halten. Ganz oben in die Kiste. Ich hab noch, Ascendant Flakstiefel, 500 Armor. Die Hose, aber das muss ich erst noch reparieren, damit ich das anziehen kann. Das Schild von Panic habe ich ja auch. 8200 Durability. Nicht so gut, aber auch nicht schlecht. Hier eine Simple Pistol, eine gute. In der ganz rechten. Guck mal. Oh, ein Mastercrafted, aber die hat voll wenig Damage. Boah, wie wenig Leben denn noch hat. Er ist ja einmal angehittet, ist sofort tot. Ey. Willst du die Rüstung nicht? Wenn er stirbt und das war, wie heißen die? In Destiny oder wieso, keine Ahnung, Dein Destiny. Dann, ja. Könnte man das dann einfach als, wie das Stream-Sniping zählen oder? Könnte man, aber die sind nicht auf dem Server. Okay, weil ich weiß nämlich nicht, ob die genau. Stream gucken. Ja, es sind doch nicht gerade viele, sind 17 Zuschauer. Ich weiß ja nicht, wer von denen jetzt, oder wer alles im Chart drin ist. Ich weiß, von wem zu denen gehört. Warum Panic? Der ist voll chillig. Total, ja. Die haben angegriffen anscheinend und dann gewehrt. Keine Ahnung. Ich guck auch nur rein, dann ist da Sachen das drin. Das Geilste. Gestern haben wir noch so ein Spino getamed. Er kam mit dem Wolf, alles okay, kein Problem, ne? Wir Alpha Kano hinter ihm, wir haben ihn gekillt für ihn. Hab uns halt Level gegeben, alles gut. Er geht wieder weg. Eine Minute später, Patrick. Der Spino wurde gerade weggesniped. Oder angeschossen. Na. Dass die Effizienz runtergeht. Hab's auch nur gedacht, wahrscheinlich keine Gora. Ey, ohne Witz, ist so asozial, die Tiere, die man gerade tamed, anzugreifen, das ist, macht eine Regel sein. Nein, die Leute, die sagen, er ist voll chillig, das sind halt auch die Leute, die einfach noch nicht so diesen negativen Kontakt mit ihm hatten. Ganz ehrlich, macht die Regel rein, Tiere angreifen, um Effizienz zu senken, verboten. Du kannst es nicht kontrollieren. Ja, egal, dann sagst du einfach, kannst du kontrollieren, aber wenn es halt uns passiert, dann wird die Regel durchgesetzt. Es läuft ja allgemein schon bei dir, wenn die. Ja, also das Problem ist bei mir, die sehen das hier, deswegen ist auch ein bisschen unfair halt. Ja, so 150% Gewehr, das baue ich mir. Der wäre tot. Ja, ich weiß. Ja, wir werden herausfinden, wer es ist und derjenige wird. Das scheiß Gewehr ist ja fucking teuer. 150 Metall, ey. Das ist teuer. Ja. Wie viel Metall haben wir? Nicht genug, okay, ich sehe schon. Ich baue das nicht. Drago, rate mal, wie viel Metall meine Flinte kostet, die ich gekriegt hab. Vom Panic, die er mir schön überlassen hat. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass da einer war, der hat mir eine Flinte geschenkt und die ist nicht mehr da. Das frustet ihn immer. Also, noch. Ein Schuss mit der Flinte kostet schon so 50 Metall. Okay, ein Schuss? Also 813. Die ist zur Hälfte Schrott. Okay. Geil. Wie viel? 813? So, bin wieder da. Achso, Reparatur. Ich hatte jetzt Schaden. BB. Okay. Ich hoffe, nicht du hast gleich nicht wieder Hunger. Ey, Lukas. Ja? Wusstest du, dass damals, dann Dinos, weißt du, was das größte lebende, an Land lebende Fleischfressertier war? Es war nicht die Giga, es war auch nicht die T-Rex. Das war ich. Dragobiniris. Nein, es war Spinosaurier. Ja, Tagobi hat gemeint, er wär's. Ja, stimmt ja auch. Dragosaurier. Ja. Habt ihr Metall für was? Braucht ihr das für Portal, oder? Ja, aber ich brauche auf jeden Fall erstmal eine Longneck und ein bisschen Munition dafür. Das ist ja nicht zu ertragen, ey, mit dem Schiss hier. Ist es einer von euch oder soll ich mir den... Warte mal, ich wette mit euch, Leute, ganz kurz. Ich wette mit euch, meine Schrotflinte aus dem Smithy ist weg. Ey, das ist jetzt die, die ich hab. Ey, ich wusste es. Ich wusste es. Ja, Justin, hast du doch mein Gewehr geklaut, das eigentlich in der Kiste sein sollte, ne? Ne? Gib's doch zu. Ich hab's extra reingelegt und hab geguckt, wie lange hält es da drinnen. Das war hier in der Kiste. So genial. Du legst irgendwo was rein, bam, ist weg.
Das sind, wenn meine Rüstung da jetzt nicht mehr drin ist, ne? Nein, das ist noch da drin. Ey, ich mach mir eine persönliche Kiste, Gell, die Schrotflinte hat gar nichts, die ist normal. Ja. Ja, die kannst du gleich wieder reinlegen, ja, haben wir das mit Erdruck. Lass die doch mit den persönlichen Kisten einführen, wie auf dem Ding-Server. Das ist? Nein, ist eine normale. Nein, ist nicht. Das ist eine Ramp-Check. Drop sie. Das ist meine, die hab ich auch. Ja, der droppt Karte doch jetzt, droppt doch. Das ist keine Ramp-Schäkel. Katze haben. Ist eine Primitive. Ah ja. Ach, ey Junge, ich hab ne gute Rüstung, Alter. Ach so. Ja, pass auf, seine Rüstung kostet 800 Metall. Ein Was? Teil. Nein! Guck, und die hatte nämlich noch 6 Schüsse, ich alles verstanden. Ja, nein, meine Stiefel kosten. Wie gesagt, lass mal in den Wald gehen. Da ist eine ganze Höhle, nur für uns, voll mit Metallquellen. Ich verstehe nicht, warum wir hier bauen, ey. Es ist scheiße, ist der Ort hier ist einfach gar nichts. Außer die Loot Crates ist hier einfach gar nichts. Ja, das ist halt das einzige, warum. Warum macht der eigentlich jetzt so oben Grobler 10, wenn wir eh umziehen, Leute? Ich verstehe es nicht. Keiner von uns hat geredet, das ist so ein bisschen. Ja, aber ich würde schon Wir können ja die Base hier so als Loot Crate Sammelbase benutzen. Da sind ja die. Ja. Ja, richtig. Du kannst lassen, wenn. Hallo! Aber der Ort ist halt einfach scheiße. Seit wann bist du da? Ja, ist diese Höhle viel besser. Habt ihr da oben schon Stargate jetzt? Ja, nee, noch nicht. Wir brauchen das Metall und wir tamen gerade einen Rex. Wenn die Gates noch da sind, haben wir noch Zeit. Und wenn da noch niemand anders hingebaut hat, haben wir auch noch Zeit. Und wenn da jemand anders hingebaut hat, dann bauen wir den einfach zu. Bis er geht. Wir haben noch Raketen, ja, von Panic. Nee, haben wir nicht. Wer redet da? Das ist denn? Eine Schnauze-Taste. Ah, okay. Wir lachen. Die Tür auf. Haben wir eigentlich mal so ein paar so Trinkflaschen gefunden? Junge! Ja, so! Ich mute mich. Oh, ja. PS. Justin! Da ich so nett bin, ich hab nochmal eine Pumpkin gehabt. Okay, mein, ich geb's sie dir. Komm her. Ja, dann gib die Muni, dass sie da drin war. Nee, das war meine. Toll hat auch eine Pumpkin. Nö, das ist meine. Ich hab hier schon. Pech. Aber der Allosaurus sieht einfach viel, viel cooler aus als der Kano. Und der Allosaurus ist fast so groß wie ein T-Rex, wollte ich nur mal so anmerken, Leute, ne? Da fällt nicht mehr viel. Hilft's auch noch, ey. Dell? Happy Kater. Hier. Der hat einen größeren Kopf, aber mehr nicht. Aber er ist größer als ein Skorpion. Pronto ist er schon ein bisschen kleiner. So an die Obernippelschenkel kann er rumknabbern, aber mehr auch nicht. Was? 500, Tolo, du weißt Hast das. Du für Fantasien? Das frage ich mich immer. Oberschenkel rumknappern. Ja, das ist das Problem. Ja, ich geh bis zum Oberschenkel. Das ist euer Problem. Ey. Tolo. Max, das ist nicht. Das ist einfach chill mal, Alter. Da sitzt du einfach nur drauf. Nein, ich. Das kostet 5 Euro pro Fahrt. Hilfe, ich häng fest. Ein Problem. Ich, in dem Tor? Ja. Nein, in der Bärenfalle. Warum ist deine Bärenfalle? Warum ist deine fucking Bärenfalle? Irgendwer muss das bluten, ey. Hallo, kannst du ruhig drauf sitzen bleiben, gell? Ich kenn dir. Na, wer hat Schuldgefühle, hä? Meine Schrotflinte. Nee, Schrotflinte, Schuldgefühle. Ja, trotzdem meine Schrotflinte. Der Rex ist einfach schon halb fertig. Das Spiel hat gestern so lange gedauert. Der Rex ist einfach schon halb fertig. Das ist am gleichen Level. What the fuck, stimmt hier nicht? Wir hatten ein Fioma Level 198. Ah, das Fioma war noch ganz von Anfang an im Sumpf. Die Kamera ein bisschen höher stellen. Ja, das Paraceratherium lebt aber noch, ne? So, ich bin erstmal weg, ich komme später nochmal vorbei. Ja, ciao. Okay, tschüss. Okay. Ciao, ciao. User disconnected from your channel. Wann nimmst du immer Ark Staffel 6 auf? Abends. So gegen 18, 19 Uhr. Bin ich in meine eigene Bärenfalle getreten. Oh. Dann warst du das, hä? Hast verdient. Der legt dir die ganze Zeit weg. Hast du verdient. Schau dich K.O. Das Klo. Haben wir einen Knüppel da? So. Ja, ich hab einen ziemlich großen Knüppel. Ja, dann gib mir den. Immer in meine eigene Bärenfalle.
Gib mir einen Ochsenziemer und dann zieh ich den über den Schädel. Willst du echt einen Knüppel von mir? Ja, den Zirbel zusammen macht aus einem Ochsenziemer. Dann gib ich ihn wieder. Nicht. Du checkst es nicht. Ich glaube, du weißt nicht, was ein Ochsenziemer ist, ne? Nee, ich meine den anderen Knüppel. Oh. Nee, ich dachte, du meinst einen Penis, weißt du? Das ist echt selten dumm, ne? Gott, ey. Google mal Ochsenziemer. Ich google jetzt mal Penis. Genau, google Penis. Wenn du weißt, was es ist, dann kannst du ja wiederkommen. Penis, bravo. Was ist die perfekte Penisgröße? Meine Penisgröße ist die perfekte Penisgröße. Nee, die perfekte Penisgröße ist, wenn du dich ausziehst, die Frau nackt vor dir sitzt und die sagt, boah, ist der groß. Dann ist es die perfekte Penisgröße. Hast du mit Erfahrung gemacht? Ja. Ich bin nicht gay. Was hat das mit gay zu tun? Ja, Lukas, sagst du, der war LG-Hanger die ganze Zeit anguckt. Das ist geil. Traum, wie geht's denn LG-Hanger? Den was? Also, da ist ein Mann. Und er hat so einen Aufsatz. Das will ich gar nicht wissen. Doch, das will ich wissen. Nicht wissen. Doch. Lukas, zum Beispiel mal, aus welchem Lukas, im Holz Lukas geschnitzt ist. Wahrscheinlich. Der hat so einen Aufsatz, wie so ein Saugansatz, und der saugt das woran, das kannst du dir denken, woran. Und der länger wird, weißt du das, ne? Und darunter ist so ein Seil, und das Seil hängt an so Gewichten, und der baumelt dann mit denen rum. 2 Kilo Gewichten, ey. Okay. Und er nennt ihn den LG-Hanger. Und das gibt's auf YouTube. Ich glaube in der gleichen Kategorie okay. Wie deine YouTube-Videos, da habe ich das gefunden, wenn ich trage. Ah, Gaming. Das ist also Gaming, okay, ja. Verstehe ich. Wo ist der T-Rex? Ist schon fertig? Nee. Oh, der ist so... Wo ist der T-Rex? Wie viel Leben hat der T-Rex? Warte mal. Wie viel hat er noch? 182. Das ist... Kann wer mir irgendwo retten? Max. Was? Das Geld wird ein goldener Airdrop gerade gelootet. Das war ich. Den goldenen habe ich gerade. Der am Strand, ne? Den habe ich gemacht. Okay, ja. Der kann nicht fehlen. Hi, Toller. Wie geht's dir? Hilfe. Max, hinter dir, du? Junge. Was ist denn? Wer hilft mir? Ja, was ist denn? Die Bärenfalle. Ja, Toller, wir haben keine Pfeile mehr. Also, ich hab keine. Du musst die defusen. Wie lange hält die noch? Ja. 71 Sekunden. Hast du verdient? Gesundheit. Warte, ich mute mich. Hast du genug Pfeile dafür? Hallo?